Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Min Min ist am Start und tritt sich der Kämpferriege zu. Und die neue Stage, die Arena von Arms bekommen wir dabei, genauso wie neue Musik. Das Ninjara Perücke und Kostüm, Aloy Perücke und das Kostüm und von Lemon Perücke. Jo. Und V-Boy ist am Start. Ja. Hayachi aus Tekken ist noch dabei, alles als Mii-Kostüme, genau, das sind jetzt die ganzen Outfits dazu, passend. Und man hat ja ein bisschen mehr Auswahl und ja, wir werden heute auf jeden Fall im Classic-Modus Min Min antesten, um zu gucken, ja, ist sie overpowered, ist sie zu stark, wie ist sie gebalanced und einfach das Ganze mal, ja, schauen, wie es so ist. Das ist quasi, Min Min ist der erste Download-Charakter der neuen Season, also der zweite Download vom zweiten Season-Pass. Und fünf werden dann noch folgen, welche das sein könnten. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welche hättet ihr gerne, wen würdet ihr noch gerne sehen. Was haltet ihr von Min Min? Gute Wahl, schlechte Wahl? Hättet ihr einen Arms-Charakter reingenommen? Hättet ihr was anderes genommen? Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort könnt ihr mir folgen. Und genau wie hier, ein Abo da lassen. Kostet natürlich nichts. So, wir sind im Classic-Modus noch lange nicht mit allen durch. Wir haben noch nicht alle Charaktere freigeschaltet. Für alle die neu sind auf dem Kanal. Min Min. So, wir gucken uns mal eben die Skins an. Ja, blau-lila. Mit schwarz und rot. So grün-lila, gelb, ja, das ist auch wieder so ein bisschen. Ja, ich finde den originalen orange-grün passt eigentlich schon ganz gut. Das hat ein bisschen was von der Krani-Schule von Dragon Ball Z damals, von, wie hieß er denn nochmal? Ja, wir starten auf 3,0. Wie gesagt, ich habe den Charakter noch nie mitgespielt, ist total blind jetzt, erste Mal. Und dann schauen wir einfach mal. Oh cool, Ribbon Girl und Springman. So, der B-Move. Ja, das war der B-Move, okay. Was ist B zur Seite? Okay, B zur Seite sind die Arme. Ah, und B runter kann man die Waffe wechseln, ah okay. Also die Reichweite ist schon mal enorm. Wir kriegen gerade ein bisschen was auf den Sack. Weil ich gerade noch so ein bisschen am Testen bin. Das ist quasi der Smash-Move. Ja, der ist schon nicht schlecht. Das war nichts. Ja, aber die Reichweite ist enorm. Und vor allem, man kann schleudern. Und kann dann auch die Arme quasi nochmal lenken wieder in der Richtung. So dass man die quasi hochlenkt. Ja, wir kassieren gerade wieder ein paar Schläge am Stück. Ja, okay, ganz so weit geht es dann doch nicht, wie vielleicht erwartet oder gehabt. Also gegen die Mii-Boxer, da die ja nahe kommen müssen, haben die eigentlich einen riesen Nachteil. Nur ich treffe sie gerade nicht. Und dadurch bedingt, dass die halt immer auch so viele Schläge auf einmal machen. Boah. Okay, ich wollte mir gerade noch den Smash-Move aneignen, aber da hat ein Smash-Move jetzt doch gereicht. Gut. Little Mac, nächste Runde im Boxring, ja, das passt ja auf jeden Fall. Der Sparring Ring. Ja, können wir auch hier runter denn noch unsere Eisenkugel dann nehmen? Jo, die haben wir auch am Start. Wo ist er? Ich denke mal, dass die für mehr Damage sorgt, allerdings auch nicht so weit kommt. Boah, die ist gut! Die ist gut, warum haben wir nicht mit der gekämpft? Boah, die macht richtig Damage. Was haben wir denn noch? Die Waffen. Die finde ich jetzt nicht so toll. Achso, und das ist hier diese Frisbee oder was das sein soll. Die kann man auf jeden Fall wieder hochziehen. Die kann man lenken, was man in den Trailern gesehen hat. Boah, jetzt kassieren wir gerade. Ey, hallo. Beruhig dich, Junge. Oh, jetzt ein Knockout-Punch. Wir machen mal wieder auf die Eisenkugel. Das war zu früh. Komm. Trouble!
Nimm den. Mein Gott. Haben wir den Move? Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht einen kassieren. Und wir kassieren ihn. Und wir dürfen raus sein. Okay, wir leben noch. Puh, jetzt muss ich aber aufpassen. Mit 134 Schaden ist nicht zu spaßen. Komm runter. Ach man, dann weicht er aus. Und die Kugel trifft. Boah, das... Also mit der Kugel B zur Seite, das ist echt schon relativ heftig. Und scheinbar fliegt Min-Min nicht so ganz so krass durch die Luft. Und ja, haben wir nochmal ein bisschen Glück gehabt. Hätte auch nach hinten losgehen können. Okay, wollen wir jetzt gegen Samus und Mega Man kämpfen? Weiß ich nicht. Man hätte ja jetzt auch noch... Na gut, Ninjaro als Dingens-Charakter kann man hier in den Kämpfen nicht einbauen. Hätte dich! Oh, rübergerannt. Fuck. Weil, jetzt war ich gerade vom Faden abgekommen. Ja, Ninjaro kann man nicht einbauen. Liegt einfach daran, weil es ist ja auch ein Download-Inhalt und den müsste man sich auch kaufen. Und wenn man nicht dieses Paket hat, dann kann man die ja einzeln erwerben. Und von daher, toll, fällt die Scheißkugel runter. Toll, ich hab die gehabt, ja super, und hatte schon gedrückt. Nimm den, kleiner Bastard. Ja, sie ist doch relativ fix, muss ich sagen. Ich hätte erst gedacht, dass sie vielleicht langsam ist. Ja, ist ein bisschen gewohnheitsbedingt jetzt und... Mir ist gerade auch wieder mega warm, weil ich habe immer Fenster zu, wenn ich aufnehme. So, das war ein Tritt. Tschüss, Samus. Und, boah, hier ist gerade so keine Luftzirkulation. Komisches Wetter, so schwül schon wieder. Naja, ich muss da durch. Ich habe auch auf jeden Fall noch Bock, von daher... Naja. Macht man es halt mit. So, wir holen uns jetzt direkt die Kugel, weil irgendwie die finde ich am coolsten. Weil die macht wenigstens Damage, haut den Gegner ein bisschen weg. Na gut, auf einer schrägen Ebene... Nicht so geil. Ja, auf jeden Fall lässt sie sich gut spielen. Sie ist nicht overpowered, wie ich anfangs vielleicht so ein bisschen vermutet hatte. Und andere auch schon vermutet haben. Sie lässt sich ganz gut spielen. Ich finde es von der Auswahl her auch ganz cool. Ist so eine Wiederbelebung von Arms jetzt. Aber ich glaube nicht, dass sich Leute jetzt unbedingt das Spiel Arms noch kaufen. Vielleicht der eine oder andere wird es dann vielleicht sich doch nochmal holen. Es gab ja auch, oder es gibt glaube ich noch eine kostenlose Demo im Nintendo eShop. Die könnt ihr euch dann laden. Dann könnt ihr so mit ein, zwei Charakteren ein, zwei Runden mal zocken, die antesten. Und wenn euch das Spiel dann richtig zusagt, klar, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne die Vollversion kaufen. Oder ihr habt es schon und ja, seid immer gut dabei und habt immer noch Spaß dran. Weil ich glaube, das ist ein Spiel, was man irgendwo auch die Lust drauf verlieren kann. Vermute ich. Bei Smash Bros. Kann man irgendwie, ich weiß nicht, da kann man immer wieder eine Runde zocken. Jetzt durch die Download-Charaktere hat man immer wieder eine Runde Bock zu spielen auch. Ich habe es privat auch gesuchtet. Muss sagen, dass ich Melee damals am meisten gezockt habe. Aber gut, das ist vielleicht einfach so, da hat man noch mehr Zeit gehabt. Und jetzt ist es so ein bisschen fehlt mir die Zeit. Sonst würde ich vielleicht auch noch öfter spielen. Ganz klar. Und ja, für euch das austesten, aufnehmen, eure Meinung, wie gesagt, immer gerne alles in die Kommentare reinhauen. Das interessiert mich natürlich. Und ja, wir können es leider uns nicht aussuchen, welche Charaktere wir haben wollen. Aber, naja, der eine oder andere Wunsch wird ja manchmal erhört. Und deswegen nie aufgeben. Vielleicht kommt Waluigi auch nochmal ins Spiel rein. Da würden sich sehr, sehr viele freuen. Kommt runter. Eisenkugel. Ja, man kann sich so retten mit so einem. Schießt quasi den Arm hoch und fängt sich damit ab. Wie mit der Eisenkette von Sashi, glaube ich. Ne? Großer Schuss. Komm jetzt runter hier, Mann. Mal dieses Rumgehampel da oben. Weggetreten. Ja, man denkt immer, die macht mal alles mit der Arme, aber.
kicken kann sie auch ganz gut. Oder Kicks verteilen, sagen wir es mal so. Oh, Gim Min Min. Abends einsatzbereit, ja. Schade, dass es nicht immer direkt so bleibt, dass man quasi die Eisenkugel direkt am Start hat. Sondern immer es hier auswählen muss. Och man, was ist denn jetzt schon wieder hier? Okay, jetzt zeigt mal, wie man damit spielen kann, wenn man zur Seite rennt und die A-Taste drückt. Ja, sie blockt jetzt bei uns ein paar Mal. Boah, nervt doch jetzt nicht. Komm hier. Also ich versuche jetzt gerade mit der Taktik, sich am Rand zu drängen und dann mit B zur Seite mit unserem Move hier wegzubocken. Aber die blockt ganz gut, jetzt hat sie mal einen Griff angesetzt. Das mache ich sehr selten, muss ich sagen, oder fast gar nicht. Was mir auffällt, es gibt kaum Items hier in dem ganzen... Boah, was war das? Das war ihr Schuss, wa? Ja, jetzt kämpft sie auch mit dem... dicken Morgenstern. Das ist ein Morgenstern? Ich würde sagen, ja. Und genau mit dessen hauen wir sie jetzt weg. Ja, nice one. Ja, da werde ich jetzt einfach durchrennen. Ohne jetzt vielleicht die anderen Big Points noch zu holen. Na, komm schon. Also wie so eine, wie so ein Greifer. Jetzt komm, spring doch hoch, mein Gott. Boah, Katastrophe. Ja, ich glaube, das schaffe ich nicht. Rennen! Komm, Min Min! Geh mal lauf! Geh steil! Run, Forest, run! Puh, so gerade noch geschafft, nicht viel Punkte gesammelt, aber... Ja, ich war gerade sehr ruhig, ich habe mich so ein bisschen konzentriert, weil... Mit so einem neuen Charakter, wo man... Ja, ich weiß nicht, die kann nicht so gut springen. Ich finde, von der Dynamik her ist sie nicht so geil. Gut, ich bin so einer, der gerne mit Pikachu, mit Sonic und in allen anderen spielt, der ein bisschen dynamischer ist. Nicht ganz so extrem schnell, aber dynamisch. Okay, der Endgegner ist Galleon. Warum? Weiß ich nicht. Warum man den genommen hat. Oh, nicht getroffen, auch gut. Hoch, 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 spring, spring, spring doch! Ach Mensch, zu spät. Ja, ich mache ein paar Smash-Moves, um ordentlich Damage reinzudrücken. Und das war's schon, ja. Am Ende ein bisschen langweilig der Kampf wahrscheinlich. Ich hätte mir einen anderen Endgegner gewünscht, aber gut. Könnten ja auch mal so zufällig dann im Spiel reinprogrammieren, so einen neuen Endgegner generell. Passend zum Charakter irgendwie. Gut, ich habe das Game nie gezockt, ich kann gar nicht sagen, bei Arms, das sind wahrscheinlich alles... Keine Ahnung, vielleicht die Mumie oder irgendwen anderen dann mit einprogrammiert. Oder die Frau, die quasi mit den Haaren boxt. Die finde ich auch nicht schlecht. Was für Belohnung wir bekommen. Min Min, Kämpferin. Prinz Marmek vom Planeten Kamek. Ja, Snacks.
GP-Punkte und ein bisschen Gold. Und Toon Link. Ja, den versuchen wir jetzt auch freizuschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und ich hoffe das Beste, weil die Stage ist jetzt gerade nicht so gut für jemand Neues, um hier ja wirklich viel zu reißen. Aber ich gebe mein Bestes, Toon Link jetzt noch für freizuschalten. Ansonsten müssen wir die Rivalenkämpfe, die Herausforderungen noch annehmen. Toll, kommt das kleine Boot da wieder an. Und rettet ihn. Komm runter. Verdammt. Komm! Raus da aus dem Wasser, Mensch! Immer wenn ich da festhält, dann falle ich wieder ins Wasser rein. Komm schon! Ach nee! Ich glaube, ich kann mich nicht mehr retten. Katastrophe! Katastrophe! Boah, ich bin noch rausgekommen. Boah! Was ein Krampf! Ja, jetzt kriegt der einen aus dem Maul noch nicht weg. Ach Mann!